Wir haben jetzt hier schon einen anderen Gast, einen sehr besonderen Gast, die Marmeladen-Oma. Ich gehe ganz langsam, ganz bestimmt. Hallo. Hi. Guten Tag. Erst Ladies first. Hallo, es ist mir eine Freude. Schön, dass Sie da sind. Wir drehen uns ein bisschen in diese Richtung, dann können wir Sie besser sehen in voller Pracht. Schön, dass Sie da sind. Wer bist du? Ich bin der Jan. Ich bin der Enkel von der Marmeladen-Oma. Du bist der Enkel von der Marmeladen-Oma und ihr macht auch Videos zusammen. Ein Team. Ihr seid ein Team. Es heißt immer nur Marmeladen-Oma, das will ich nicht. Wir sind das Team. Wir können es jetzt umbenennen. Um Ihnen ging gar nichts. Gib mir mal ein Kabel, dann weiß ich es. Du machst, das heißt, du, ihr seid beide ein Team, Marmeladen-Oma. Und die Geschichte ist... Wer macht die Technik? Ja, ja, alles. Wie kamt ihr denn auf die Idee? Die Idee kam mir recht spontan. Ja. Wir haben früher immer zusammen Lego gespielt. Dann ist die Zeit irgendwann vorbei gewesen. Und dann bin ich immer so an den Computer gegangen, habe Livestreams angeschaut und habe gedacht, wieso kann man das nicht mit der Oma verbinden? Und dann kam eben die Idee mit der Märchen-Oma. Sehr schön. Gibt es ein Lieblingsmärchen? Ja, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ich mein's auch von ganz vielen Leuten, gell? Okay. Ja, ja. Und das wird dann einmal die Woche vorgelesen, oder? Samstags. Jeden Samstag? Jeden Samstag. Okay, jeden Sonntag. Er macht viel, was machst du, Livestreams? Was machst du noch alles? Videos machen wir. Videos, er macht wahnsinnig viele Videos. Ich lese aus der Kindheit eine Geschichte vor. Ich habe wahnsinnig viel Fanpost. Ja. Ja, also es ist eine schöne Sache. Man muss ja dazu sagen, es war ja so ein bisschen Zufall. Also ihr hattet diesen Kanal schon eine Weile und dann hat Gronkh bei Twitch sozusagen alle, genau, wir wollen Gronkh an dieser Stelle, der oft neue Newcomer sozusagen gepusht hat und gemacht hat, an dieser Stelle lieben Gruß. Bei mir war das auch so ähnlich, da hast du mich auch mal mitgenommen, irgendwie nach Thailand oder so. Gronkh war Durchbruch. Ganz kleines Stream, gell? Schön war es auch schon, aber das war dann... Jetzt, wie viel sind es jetzt? Ich glaube 160.000 Abonnenten schon. 160.000 Abonnenten? Genau. Großartig. Danke Gronkh an dieser Stelle nochmal. Und was bedeutet jetzt so eine Nominierung für euch? Weil ihr habt das ja eine Zeit lang gemacht, da glaubt man ja erstmal nicht dran, dass man da so irgendwann mal hier steht. Ja, also früher habe ich immer den Webvideopreis geschaut, vor allem ja. Und dann ist es ist verrückt, dass ich jetzt hier stehe mit der Oma zusammen beim Webvideopreis. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch schon mal für die Nominierung. Das ist nämlich die größte Ehre, weil danach werdet ihr auf jeden Fall bei der Academy sein. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Weil hier fühlt euch wohl, es ist wie ein Wohnzimmer. Wir sind eine große Familie und wir sind froh, dass die Marmeladen-Omi und ihr Enkel hier ist. Vielleicht müssen wir an den Namen noch mal ein bisschen arbeiten. Marmeladen-Oma-Team. Okay. Danke sehr. Danke sehr. Machen wir das gleich mit dem Kärtchen. Oh, ich habe eine Karte. Auch gleich. Mit Autogramm im Grunde. Genau. Janik, wir sehen uns gleich. Okay. Das war mir eine große Freude. Bis später. Ja. Ciao. Ciao.